Und weiter geht's. So, was haben wir da letzt gemacht? Welche Quest ist aktiv? Schloss und Schlüssel. Sollte zum Bankett zurückkehren und mit Triss oder Livarden sprechen. Das sind schreckliche Zahlen. Können wir ja gerne machen. Falls sie überhaupt mit uns sprechen wollen. So übel ist die Küche von mir. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Überhaupt anwesend? Nö. Alles klar. Wir haben Neuigkeiten über die Salamandra. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit unseren potenziellen Verbündeten verhandelt. Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose. Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Okay. Warte, ich muss entweder mit dem oder dem sprechen. Achso, ja, ich würde Siegfried bevorzugen, weil der ist einfach näher dran. Oh. Mal bei Triss vorbeikommen. Gehen wir da auch vorher nochmal rein. Haben wir die Quest jetzt überhaupt ausgewählt? Ich glaube nicht. Können wir gar nicht auswählen. Das erklärt es natürlich, warum nichts angezeigt wird. Seid ihr krank? Ihr entführt Kinder und macht sie zur Hexe. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesem. Oha, wo waren jetzt das Häuschen von Triss? Direkt vor unserer Nase. Ah. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen. Donnerring mit Rubin, Bernstein und Goldringe haben wir. Saphirring ist natürlich auch nicht schön. Wirklich ein wunderschöner Ring. Aber? Liebe, wisst ihr, da denke ich an Rotwein, rote Rubine. Ist auch noch wählerisch sein. Also liebt ihr mich und habt sie vergessen. Triss, ich... Ihr seid mir lieb und teuer, wisst ihr das? Der Einzige, dem ich vertraue. Ihr habt viel durchgemacht. Jetzt ist es an der Zeit für eine Belohnung. Der Kleine schläft. Also lasst mich euch jetzt wahre Magie zeigen. So sehr schlafen kann er ja gar nicht. Wir sind gerade noch an ihm vorbeigelaufen. Sah er noch putzmunter aus. Lauert er. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen.
Wisst ihr noch irgendetwas über den magischen Kommunikator, den ich euch gegeben habe? Er ermöglicht Gespräche über kurze Entfernungen. Mit etwas magischem Wissen könnte man ihm sicher zahlreiche Informationen entlocken. Wenn die Salamander ihn benutzt haben, um mit ihrem Lager zu kommunizieren, sollte es mir möglich sein, sie zu lokalisieren. Kurze Distanzen, ja? Könnt ihr die letzte Kommunikation überprüfen? Der Kommunikator schickte ein Signal an ein Haus in Vysima. Es ist auf eurer Karte markiert. Gibt es etwas, das ich wissen müsste? Ich habe da so eine Ahnung. Ich überprüfe es. Na gut, seid vorsichtig. Immer. Wir sehen uns später. Ein Hexer, versteckt eure Frau. Siegfried, wo bist du? Unten. Ich stand da vorne, ne? Richtung Friedhof. Normalfall stand er hier. Aber irgendwie jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, dann reden wir mit ihm halt. Wenn wir zufällig auf ihn stoßen. Der macht. Genau. Mal wieder ins Händlerviertel, das super Performance ist. Ihr bringt nur Ärger. Es regnet und es schüttet. Das ist ein wahrer Platzregen. Der Mickrige sollte es das nicht werden. Ist denn weit bis dort? Nee, eigentlich nicht. Dieser Minnesänger war sehr attraktiv. Diese Gegend ist völlig willkommen, seit sie. Aber wenn ich auf den Boden gucke, ist performance-technisch alles besser, als wenn ich jetzt komplett in die City reinschaue. Sollen wir hier durch die Tür? Wandowitz Versteck. Wandowitz der schräge Dränge. Ach, schräg passt auch, aber nicht der offizielle Name.
Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Radovid. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhart. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Volltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Volltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Ich vertraue Triss. Denkt an meine Worte. In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Volltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skoyatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die Vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen. Und obendrein... Genug. Ihr habt mich überzeugt. Aber ich bin nicht Adda. Und ihr, Hexer? Wie denkt ihr über Volltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke, ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Und pfuscht bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Die Art, wie euch eure Leute ansehen. Wie ihr von Redanien und Adda sprecht. Und dann euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Aktualisiert, Spiel der Macht. Bam, bam, bam. Diese Weise werde ich die Salamandra nicht nie erwischen. Ich werde es nicht riskieren, mich in die Angelegenheiten von Monarchen einzumischen. Okay, dann ist da auch erstmal Schicht im Schacht. Mal Carmen mal weit geben. Mit dem guten Vincent los ist.